Mauridis Wilkie Jr. wurde erst Anfang Januar verpflichtet und fällt voraussichtlich für den Rest der Saison aus von Andreas Czorsch Verletzungsschock beim FC St. Pauli vor dem Spiel gegen Regensburg. Der im Januar verpflichtete Brasilianer Mauridis Wilkie Jr. zog sich im Training eine Knieverletzung zu und fällt voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Die Operation wurde von Kniespezialist Dr. Karl-Heinz Frosch durchgeführt, er wird dem FC St. Pauli auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wir wünschen Mauridis gute Besserung, Pauli Party im Video vor diesem Fußball zittert die Liga 0618. Mauridis wurde in der Winterpause vom polnischen Erstligisten Radomia Gradom verpflichtet. Mauridis war in der Erfolgsserie von 8 Siegen 7 Mal als Joker eingewechselt worden und hat noch kein Tor erzielt.